Plakatfilm erklärt, Methoden und Techniken der Beratung. Das ist Peter. Peter ist Beratungsfachkraft bei der Bundesagentur für Arbeit. Seine Aufgabe ist es, arbeitslose und arbeitssuchende Menschen zu beraten und dabei zu unterstützen, eine geeignete Arbeit zu finden. So wie zum Beispiel Werner. Werner lebt mit seiner Frau Uschi und den Kindern Hilde und Holger irgendwo in Deutschland. Eigentlich ist Werner Elektriker, aber schon seit einem Jahr findet er keinen neuen Job. Das bereitet ihm schlaflose Nächte und auch seine Familie leidet immer mehr unter dieser schlimmen Situation. Bei seinen regelmäßigen Beratungsgesprächen mit Peter ist Werner oft frustriert und schlecht gelaunt. Er findet keinen Ausweg aus seiner Situation und kann sich nicht vorstellen, wie sich sein Leben wieder zum Guten wenden kann. Zum Glück hat sich Peter schlau gemacht und einen Trainer gefragt, wie er Werner helfen könnte. Der Trainer sagt, es ist wichtig, dass Werner einen anderen Blickwinkel auf seine Lebenslage erhält. Die verfahrene Situation muss gelöst und Werners Zuversicht wieder geweckt werden. Nur so sei er offen, sich neuen Aufgaben und vielleicht sogar ganz neuen Berufschancen zu stellen. Dafür, sagt der Trainer, gibt es unterschiedliche Gesprächstechniken, die man lernen kann. Eine davon ist das sogenannte Reframing. Mit diesem englischen Wort beschreibt man die Methode, mit der man ein und die gleiche Situation aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. So kann zum Beispiel ein Lottogewinn sehr positiv sein, weil mit dem vielen Geld viele Träume erfüllt werden. Betrachtet man es von einer anderen Seite, verdirbt so viel Geld vielleicht auch den Charakter. So hat jede Medaille eine zweite Seite. Nun versteht Peter, dass er Werner mit Hilfe des Reframing vielleicht weiterhelfen kann. Denn so kann es Werner gelingen, seine Arbeitslosigkeit als Chance zu betrachten. Die Chance, eine neue Arbeit zu finden, die seinen Neigungen entspricht und die ihn und seine Familie glücklich macht. Und auch Peter ist glücklich, dass er mit der neu erlernten Methode helfen konnte. Tja, manchmal kann das Leben so leicht sein.